Also, wir haben heute früh die Ginrin Kohaku der Linie Ginrin X sortiert. Hier seht ihr im Netz Ginrin Kohaku der Linie Junior X. Junior X ist allerdings in diesem Jahr, also praktisch Zucht 2017, ist die Zucht dieser Ginrin-Tiere etwas verändert gelaufen als in den Jahren zuvor. Er hat letztes Jahr wirklich sein allerbestes Zuchtweibchen Kohaku angesetzt mit den beiden Momotaro-Ginrin-Männern, um Ginrin Kohaku der absoluten Spitzenklasse zu produzieren. Und er ist auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Allerdings wird er in den nächsten Jahren das Top-Kohaku-Weibchen weiterhin dazu verwenden, eben Top-Kohaku zu züchten und keine Ginrin-Kohaku. Das hier war eine einmalige Sache. Der Jahrgang 2017 ist bestimmt überragend gut aufgrund seiner Genetik und wird dazu bestimmt sein, männliche und weibliche Zuchttiere für die Ausbildung einer Ginrin-Kohaku-Linie weiter heranzuzüchten. Also hier auf der Danichi-Koi-Farm werden eben mehrere Weibchen bleiben und auch viele, viele Männer herangezogen, um dann später auszuprobieren, welche Tiere vererben, welche Tiere funktionieren, was machen wir genau und wie machen wir es richtig.